In der Stadt Eternis war alles ruhig. Die Bevölkerung hatte sich von dem letzten Angriff Skeletors erholt und niemand dachte an etwas Böses. Auf dem Markt verkauften die Bauern ihre Waren und aus allen Teilen der Stadt kamen die Männer und Frauen, um Obst, Gemüse, Fleisch oder Eier einzukaufen. Gaukler unterhielten die Marktbesucher mit ihren Späßen. Und jetzt passt auf, Leute! Ich zerschneide den Strick hier! Seht ihr? Und jetzt ist er wieder heil! Warum schreist du so? Eine Schlange! Da ist eine Schlange! Und da! Noch eine! Noch eine! Eine Schlange! Was ist das im Gemüse? Das sind Schlangen! Das sind Schlangen! Und hier auch! Und da! Überall Schlangen! Weg, weg, weg hier! Hilfe! Bleib schnell! Das ist die Scheiße! Vorsicht, Leute, Vorsicht! Werft mir doch meinen Stand nicht um! Und deinen Füßen eine Schlange! Ja! Hilfe! Bei allen Geistern Eternias, wo kommen die Schlangen her? Die Marktbesucher liefen in heller Panik durcheinander. Um sie herum wimmelte es von Schlangen. Im Gemüse, in den Buden, unter Kisten und Kasten, überall waren Schlangen. Soldaten schlugen Alarm und vom Königspalast kamen die Verteidiger von Eternia, um den bedrohten Menschen zu helfen. Während die Menschen der Stadt Eternis von Schlangen in Panik versetzt wurden, hielt sich Skeletor in Snake Mountain auf. Bei ihm war Hordak, sein ehemaliger Lehrmeister. Gemeinsam wollten sie einen Schlachtplan gegen He-Man und die anderen Giganten des Universums entwerfen. Da kam ein Besucher herein. Leise, geschmeidig und unheimlich. Er glich einer Schlange. Kobra Khan, der Schlangenfürst. Wenn ich nicht wüsste, dass du mein Freund bist, ich würde dich fürchten. Was führt dich zu mir, Kobra Khan? Skeletor, ich will Rache. Du willst dich rächen? Kobra Khan, wofür? Hast du vergessen, dass He-Man mich niedergeschlagen hat, als ich beim Waffenmeister im Schloss war? Nein, das habe ich nicht vergessen, Kobra Khan. Und ich verstehe dich. Auch ich will Rache. Ich habe Tausende meiner Schlangen in die Stadt geschickt, aber ich weiß, dass ich damit nicht viel ausrichte. Ich will He-Man. Er soll das Opfer meiner Schlangen werden. Dazu müsstest du He-Man aus dem Königspalast locken. Ja, das müsste ich wohl. Aber wie fange ich es an, Skeletor? Was kann ich tun, damit He-Man den Königspalast verlässt und in die Wildnis hinauszieht, wo meine Schlangen nur darauf warten, ihm ihre Giftzähne zu spüren zu geben? Lass mich überlegen, Kobra Khan. Ich habe eine Idee, Skeletor. Es wird nicht leicht sein, He-Man in eine Falle zu locken. Er ist misstrauisch und wachsam. Das weiß ich auch, Hordak. Was ist das für eine Idee? Raus damit! Die Wachsamkeit He-Mans lässt sofort nach, wenn einer seiner Freunde in Gefahr ist. Das gilt ganz besonders für Man-at-Arms, den Waffenmeister. Ja, du hast recht. Wir müssen dem Waffenmeister eine Falle stellen. Wenn wir ihm zum Beispiel eine neue Waffe anbieten, wird er sofort darauf eingehen. Und He-Man wird ihm folgen, wenn wir ihn wissen lassen, dass Man-at-Arms in Gefahr ist. Richtig, Skeletor. Ich sehe, du hast verstanden. Du willst mir also helfen, Skeletor? Ja. Kobra Khan, ich werde dir helfen. He-Man soll es mir büßen, dass er es gewagt hat, das Schwert gegen mich zu erheben. Ich werde ihn dafür bestrafen, dass er mich niedergeschlagen hat. Meine Schlangen werden mich rächen. Du gefällst mir, Skeletor. Du bist mein Meisterschüler. Ich bin sicher, dass du He-Man besiegen wirst. Hordak, das ist so sicher wie das Feuer in der Hölle. Dort unten gibt es ein Feuer, Hordak. Ich muss es wissen. Schließlich komme ich direkt von dort.
Die Stadt war längst von den Schlangen gesäubert worden und Ruhe war wieder eingekehrt. Der Waffenmeister Man-at-Arms arbeitete in seiner Werkstatt an einer neuen Erfindung, als sich ihm ein eigenartiges Wesen näherte. Es trug blaue Kleidung und hatte einen hochroten Kopf mit großen Segelohren und weit vorstehenden Augen. Und es ging so eigenartig, als ob es nicht zwei, sondern vier Beine hätte. Waffenmeister, entschuldige, dass ich störe. Mein Name ist Mantenna. Wie, Mantenna? Na, was gibt's denn? Ich bitte nochmals untertänig um Entschuldigung, dass ein so nichtswürdiges Wesen wie ich es wagt, einen so hohen Herrn wie dich anzusprechen. Red keinen Unsinn. Was führt dich zu mir? Ich danke dir, dass du so freundlich bist. Es tut meiner Seele wohl, dass ich mit einem so hohen Herrn sprechen darf. Allerdings habe ich auch etwas zu bieten. Eine Waffe. Was, du bietest mir eine Waffe an? Ja, Man-at-Arms. Ich habe eine kleine Werkstatt in den Mystic Mountains. Sie ist sehr bescheiden. Aber es ist mir doch gelungen, ein Gerät zu entwickeln, mit dem ich die Zeit verändern kann. Du kannst die Zeit verändern? Kaum zu glauben. Ja, ich verstehe deine Zweifel, wenn ein so unscheinbarer und unwichtiger Mann wie ich zu dir kommt. Aber es ist die Wahrheit. Ich will es dir gern beweisen, wenn du dich nicht fürchtest, mich zu begleiten. Unsinn, warum sollte ich mich fürchten? Ist es weit? Nicht sehr weit, Man-at-Arms. Allerdings bin ich zu Fuß gekommen. Ich bin nur ein armer Mann, der sich weder ein Pferd noch ein Geländefahrzeug leisten kann. Aber du... Wir nehmen den Flip-Track. Das ist ein Geländefahrzeug mit Kettenantrieb. Damit werden wir schnell bei deiner Werkstatt sein. Komm. Ich danke dir, hoher Herr. Ich wusste, dass du ein gutes Herz hast und auch so einem unbedeutenden Mann wie mir zuhören würdest. Ich bin dir sehr dankbar. Im Musikzimmer des königlichen Palastes saß Prinz Adam am Flügel und versuchte, ein schwieriges Stück zu spielen. Das Lied der Helden von Eternia. Aber er war nicht so recht bei der Sache. Er musste immer wieder an die vielen Schlangen denken, die in die Stadt eingedrungen und nur mit großer Mühe wieder vertrieben worden waren. Oh, Adam, das hört sich aber gar nicht gut an. Ich habe schon Ohrenschmerzen. Bitte, Orgo, öffne mir die Tür, damit ich in den Garten gehen kann. Cringer, behaupte nur noch, das sei Katzenmusik, was ich hier fabriziere. Katzen machen bessere Musik, Prinz Adam. Oh, mir sträubt sich das Fell. Vielleicht kann ich dir helfen, Adam. Du, Orko, kannst du Klavier spielen? Nein, das nicht. Aber ich kann zaubern. Du wolltest doch das Heldenlied von Eternia spielen, nicht wahr? Ja, das wollte ich. Es geht so. Ja, oder jedenfalls ungefähr. Ein Zauberspruch von mir könnte dir helfen. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich der größte Zauberer der Galaxis bin? Allerdings, Orko, das hast du. Ach, tatsächlich? Seltsam. Das ist aber ganz gegen meine bescheidene Art. Nun gut, dann will ich jetzt zaubern. Du willst zaubern, Orko? Was denn? Aber das ist doch ganz einfach, Adam. Mit einem Zauberspruch erreiche ich, dass das Klavier das Heldenlied von Eternia ganz alleine spielt. Du brauchst keine Taste zu berühren. Da bin ich aber gespannt. Pass auf, es geht los. Gleich spielt das Klavier das Heldenlied. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. O lass das Klavier erklingen, das Lied der Helden singen. Orko, ist das das Heldenlied? Nein, nicht ganz, Prinz Adam. Nur beinahe. Adam? Naja, bis später, ich muss weiter. Adam, hast du Man-at-Arms gesehen? Tila, nein, habe ich nicht. Was ist mit dem Waffenmeister? Er ist verschwunden. Alle seine Freunde suchen ihn, während du hier Kinderlieder spielst. Kinderlieder? Nun, ich habe... Aber das ist eine lange Geschichte, lassen wir das. Man-at-Arms kann nicht einfach verschwunden sein. Irgendjemand muss ihn gesehen haben. Allerdings. Aber dich scheint es ja nicht zu interessieren. Ich werde He-Man fragen. Weißt du wenigstens, wo der ist? Tut mir leid, Tila. Auch damit kann ich nicht dienen. Das hätte ich mir denken können. Ah, Orko, da bist du ja schon wieder.
Hast du Man-at-Arms gesehen? Nein, Adam. Aber ich habe von einem Knecht gehört, dass der Waffenmeister mit dem Flip-Track weggefahren ist. Ein Fremder war bei ihm. Ein Mann mit großen Stielaugen. Ein Fremder? Und wohin ist Man-at-Arms gefahren? Ich weiß es nicht. Aber ich fürchte, der Waffenmeister ist in Gefahr. Hast du gehört? Das war Soa, der Adler der Giganten. Komm, wir gehen auf den Balkon. Vielleicht will Soa uns was sagen. Da kommt Soa. Er will zu uns. Soa, was gibt es? Hüte dich vor Schlangen, Prinz Adam. Hüte dich vor Cobra Khan. Wo ist Man-at-Arms, Soa? Das ist jetzt viel wichtiger. Im Reich der Schlangenfürsten, Adam. Cobra Khan streckt die Klauen nach ihm aus. Soa, bleib doch noch. Flieg nicht weg. Wir müssen mehr über Man-at-Arms wissen. Der Adler schwingt sich hoch zu den Wolken hinauf, Adam. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Man-at-Arms ist beim Schlangenfürsten. Wir müssen ihm helfen. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Prinz Adam verwandelte sich mit Hilfe seines magischen Schwertes in He-Man, den gigantischen Verteidiger von Eternia. Gleichzeitig wurde Cruncher zu Battlecat, dem furchterregenden Kampftiger. Auf dem Rücken dieses mächtigen Tieres stürmte He-Man in die Mystic Mountains. Orko schwebte neben ihnen her. Ach, keine Spur von Man-at-Arms zu sehen, Orko. Kannst du etwas erkennen? Ja, He-Man. Ich glaube, da vorne steht der Flip-Track. Man-at-Arms hat ihn dort wohl abgestellt. Seltsam. Warum hat er das getan? Vorsicht! Eine Schlange! Keine Sorge, Orko. Sie verzieht sich schon wieder. Vielleicht sind unter dem Flip-Track noch mehr. Das könnte sein. Wir werden sie verscheuchen. Mal sehen. Nein, nichts. Zwei Spuren führen in den Wald, He-Man. Die Spuren von Man-at-Arms und diesem Fremden. Komm, wir folgen ihnen. Soll ich mal rufen? Lieber nicht, Orko. Vielleicht ist es besser, wenn wir nicht verraten, dass wir hier sind. Ja, du hast recht. Was für eine seltsame Spur. Als ob der Fremde vier Füße hätte. Mir ist das nicht geheuer, He-Man. Orko, hörst du das? Schlangen. Überall im Wald sind Schlangen. Sie lauern auf uns. Du brauchst keine Angst zu haben, Orko. Du schwebst 1,5 Meter über dem Boden. Dich können die Schlangen nicht erreichen. Aber dich? Mir werden sie nichts tun. Mein magisches Schwert vertreibt sie. Und wenn sie mich doch angreifen, beißen sie sich die Zähne am Stahl aus. Und wenn das nicht nützt, helfe ich dir mit einem Zauberspruch aus. Ich bin heute in Form, He-Man. Ja, das habe ich vorhin am Klavier gesehen. Immerhin musst du zugeben, dass das Klavier allein gespielt hat. Wenn es auch kein Heldenlied war. Aber was kann ich dafür, wenn das Klavier so eigensinnig ist? Da hast du allerdings recht, Orko. He-Man, sieh doch mal. Hier liegt ein Gürtel. Das ist der von Man-at-Arms. Tatsächlich. Sieht aus, als ob der Waffenmeister mit jemandem gekämpft hat. He-Man. Was ist los, Orko? Da, vor uns. Eine Burg. Die Türme sehen aus wie Schlangenköpfe. Das muss die Burg von Cobra Khan sein. Die Burg des Schlangenfürsten. Lass uns umkehren, He-Man. Umkehren? Battlecat, was sagst du dazu? Niemals. Wir gehen weiter. Wir holen Man-at-Arms heraus. Und wenn er mitten in der Schlangengrube ist... Du hast es gehört, Orko. Es ist so unheimlich hier. Man hat uns bemerkt. Scheint so. Man schlägt Alarm. He-Man! Das ist Hordak. Mein ehemaliger Lehrmeister. Skeletor! Du bist allein gegen uns, He-Man! Dieses Mal wird dir niemand helfen! Wow! Das werdet ihr bereuen! Auf sie, alter Kater! Zeigen wir ihnen, wer Herr von Eternia ist! He-Man, vorsichtig! Lass dich nicht abdrängen! Wir müssen zurückweichen, Orko! Es geht nicht anders! Skeletor und Hordak sind nicht allein! Sieh doch!
Bleibt so und kriegt Klopskomm. Das sind Webster und Jitsu. Beastman, Evelyn, Sie sind auch da. Diese Ausgeburt in der Hölle. Keiner fehlt. Wir müssen uns zurückziehen. Ja, es geht nicht anders. Wir haben mich doch in die Schlangenburg. Es muss sein. Dort haben wir wenigstens Rückendeckung. Demon, pass auf! Ja. Aufpassen! Ich kann mich nicht halten! Wir fallen! Das ist der Sieg. Sie sind in die Schlangengrube gefallen, Herr. Sieg! Wir haben gewonnen! He-Man ist gefangen! Wir haben He-Man geschlagen! Cobra Khan, hörst du? He-Man und Battle Cat sind gefangen. Sie sind in der Schlangengrube. Und sie kommen nicht wieder heraus, wenn ich es nicht will. Ja, ich sehe es, Skeletor. Was für ein Triumph. Nun, He-Man? Was sagst du jetzt? Du sitzt in der Falle und niemand wird dich wieder daraus hervorholen. Pass auf, lass dich die Schlangen nicht beißen. Sieh dich doch mal um. Überall um dich herum sind Schlangen. Und sie sind wütend, hörst du, wie sie klappern. Ein gefährliches Zeichen, He-Man. Sie mögen es nicht, dass du in ihrer Nähe bist. Es ist aus, He-Man. Du hast es gewagt, mich niederzuschlagen, He-Man. Das hier ist meine Rache. Du bist in meinem Reich. Ich bin Cobra Khan, der Schlangenfürst. Ein einziger Befehl von mir genügt und die Schlangen greifen an. Aber der Befehl wird nicht kommen, wenn du mir dein magisches Schwert hinaufwirfst, He-Man. Nun gib es mir schon. Nein, tu das nicht, He-Man. Gib ihm das Schwert nicht. Ohne Schwert kannst du dich nicht gegen die Schlangen verteidigen. Und ich kann ohne Schwert Castle Grayskull nicht betreten. Verschwinde, Skeletor! Ich gebe dir das Schwert nicht, niemals! Mit dem magischen Schwert wirst du zum Herrscher über Eternia werden. Und deshalb will ich es haben. Gib mir das Schwert, He-Man. Nein! Zeigt sie ihm! Los doch, holt sie her! Nein, lass mich! Lass mich! Tila! Sie haben Tila! Ja, Tila ist in unserer Hand, He-Man. Sieh sie dir genau an. Wir stoßen sie in die Schlangengrube, wenn du mir das Schwert nicht gibst. He-Man, gib es ihm nicht, bitte! Skeletor, fang auf. Hier hast du das Schwert. Nein, nicht in die Grube, bitte nicht, nein! Ich habe das Schwert. Ich habe das magische Schwert. Jetzt öffnet sich mir Castle Grayskull. Und ich werde die Macht über Eternia haben. Stoß Tila in die Schlangengrube. Nein, bitte! Nein, Skeletor! Das ist gegen die Vereinbarung. Was scheren mich Vereinbarungen? Dummkopf, in die Schlangengrube mit dir. Nein! Das wirst du mir büßen, Skeletor! Wie denn, Battle Cat? Aus dieser Grube kommt ihr nie wieder heraus. Cobra Khan, gib deinen Schlangen den Befehl. Na los doch, Schlangenfürst. Beweise deine Macht. Worauf? In der Schlangengrube. Seht doch, wie aufgeregt die Schlangen sind. Gleich greifen sie an. Kommt, Freunde. Auf nach Castle Grayskull. Nein, Skeletor, geh nicht. Nein, nicht!
Lass ihn gehen, Tila. Je früher er verschwindet, desto besser. Skeletor und seine Monster sind weg. Wir sind allein mit den Schlangen. Noch hat uns keiner angegriffen. Das dauert nicht mehr lange. Die hat es auf mich abgesehen. Weg mit dir, du Bestie! Weg! Orko, lieber Orko, kannst du uns nicht hier herausholen? Könntest du nicht eine Leiter zaubern, an der wir hochklettern können? Aber klar doch, Tila. Das mache ich mit links. Ich bin ja sozusagen Experte für so etwas. Eine Leiter. Eine Leiter. Bitte. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Skeletor, Dämonen, Bösewichter und so weiter stören uns nicht. Wir haben eine Leiter. Orko, was ist das? Das ist eine Leiter. Eine Strickleiter, Orko. Und sie ist doch viel zu kurz. Wir können sie nirgendwo festbinden. Damit kommen wir nicht heraus, Orko. He-Man, pass auf! Hinter dir die Schlange! Geh weg, du Biest! Ja, so ist es gut. Verschwinde! Sie wollte dich angreifen. Aber sie hat es nicht getan. Orko! Orko, wo bist du? Hier bin ich! Aber Orko, du brauchst dich doch nicht zu verstecken. Ihr seid unzufrieden mit mir, nur weil ich nicht die richtige Leiter herbeigezaubert habe. Naja, weißt du, Orko, es ist nicht gerade besonders angenehm hier. Keiner von uns möchte von einer Schlange gebissen werden. Ja, das verstehe ich. Orko, wir haben doch nach Man-at-Arms gesucht. Er muss irgendwo in der Nähe sein. Bitte sieh dich nach ihm um. Ja, Eamon, ja. Das ist eine gute Idee von mir. Von dir, Orko? Ja, natürlich von mir. He-Man hat nur ausgesprochen, was ich gerade gedacht habe. Ich suche Man-at-Arms. Ich bin bald mit ihm zurück. Beeil dich, Orko. Die Schlangen sind so unruhig. Sie greifen bestimmt bald an. Orko schwebte durch die Büsche davon auf die Burg des Schlangenfürsten zu. Vorsichtig glitt er an den Schlangen vorbei, die auf den Mauern wachten. Und dann entdeckte er Mantenna, den listigen Späher, der Man-at-Arms getäuscht hatte. Lautlos folgte er ihm. Ob Mantenna zu Man-at-Arms geht, könnte doch sein. Jetzt über eine Treppe nach unten. Man-at-Arms? Was sagst du zu meiner Waffe? Ich bin nur ein kleiner und unwichtiger Mann, aber es wäre mir eine Ehre, von dir gelobt zu werden. Geh zum Teufel, du Verräter. Oh, meine Waffe fesselt dich für alle Zeiten an das Eisen, nicht wahr, hoher Herr? Eine prachtvolle Leistung für einen Wurm wie mich. Verzeih mir, dass ich es gewagt habe, deinen edlen Körper zu fesseln. Schwinde, Mantenna, lass mich allein. Ich werde gehen, Man-at-Arms. Aber ich lasse die Tür auf, damit die Schlangen zu dir herein können. Siehst du, sie kommen schon. Sie wollen dir Gesellschaft leisten, ja. Sie haben noch nie einen so hohen Herrn wie dich gebissen. Und das wollen sie sich nicht entgehen lassen. Bitte, bitte, hab Verständnis. Oh, Teufel, dafür wirst du bezahlen. Ja, hoher Herr, gewiss doch. Ich bin nur ein nichtsnutziger Spion Hortax. Und du bist ein Waffenmeister, ein Edler. Ich verneige mich vor dir. Ja. Und jetzt lass dich beißen. Das wirst du noch bereuen, Antenna. Man-at-Arms, ich bin es. Was, Orko? Du? Ja, ich, Man-at-Arms. Ich bin hier, um dich zu befreien. Was hältst du davon? Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, Orko. Aber bitte, sei vorsichtig. Die Kobra da unter dir ist gefährlich. Ihr Biss ist tödlich. Oh, wenn sie mich beißt, beiß ich zurück. Bist du schon mal von einem Trolaner gebissen worden? Nein, natürlich nicht. Aber bitte, lass uns nicht darüber reden, sondern davon, wie du mich befreien kannst. Oh, das ist ganz einfach, Man-at-Arms. Ich sprenge einfach die Eisenkette, mit der du gefesselt bist. Ja, Orko. Zerbrich die Kette. Das ist überhaupt kein Problem. Pass auf. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Gefesselt hat dich der Schlangenfürst. Doch unter dem Zauber, die Kette, birst. Na,
Nein, oh Gott, nein, die Kette ist jetzt noch viel strammer geworden. Sie schnürt mich ein. Hilf mir doch. Schnell, hilf mir. Versuch's noch mal. Teufel, warum gelingt mein Zauber nicht? Du musst es noch einmal versuchen, Orko, schnell, bitte. Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Marmorstein und Eisen bricht. Nur diese blöde Kette nicht. Ja, Orko. Es hat geklappt. Juhu, du bist frei, Minerams. Ich bin doch der Größte von allen Zauberern. Die Kette ist zerbrochen. Obwohl du ja eigentlich das Gegenteil gesagt hast. Ja, ja, in dieser Hexenburg ist eben alles umgekehrt. Ich habe es gleich bemerkt. Ich bin eben ein schlaues Kerlchen. Vorsichtig. Drück mich auf die Schlange. Aber nein, nein. Es ist zu dunkel, man kann kaum etwas sehen. Für mich ist es hell genug. Komm, gib mir deine Hand. Ich führe dich an den Schlangen vorbei. Keine wird dich beißen. Ja, gut. Danke, Orko. Oh, nichts zu danken, Man-at-Arms. Wir gehen jetzt zu He-Man, Teela und Battlekid. Sie sind ganz in der Nähe. Wir müssen ihnen helfen. Man-at-Arms und Orko stahlen sich vorsichtig aus der Burg des Schlangenfürsten hinaus und eilten dann zu der Grube hinüber, in der Teela, He-Man und Battlekid gefangen waren. Unruhig krochen die Schlangen in der Grube umher. Es war zu erwarten, dass sie jeden Moment angreifen würden. Da unten sind sie, Man-at-Arms. He-Man! Teela! Battlekid, ich hole euch heraus! Werft mir die Strickleiter hoch! Hier hast du sie, Man-at-Arms! Gut gemacht, He-Man! Wartet, ich binde sie fest, hier am Baum! Ja, jetzt könnt ihr raufsteigen! Teela kommt zuerst! Aber Vorsicht, die Schlangen! Ganz langsam bewegen, ganz langsam! Gut so, Teela! Ja, so. Komm, gib mir deine Hand, Teela. So, du hast es geschafft. Danke. Und jetzt He-Man. Ich bin schon oben. Alles klar. Battlekid, jetzt du. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich schaffe es. Dann los, alter Kater. Seht ihr? Ich bin draußen. Skeletors Falle ist leer. Die Schlangen sind allein. Skeletor soll sich wundern. Kommt, wir müssen uns beeilen. Wir müssen den Herrn des Bösen daran hindern, Castle Grayskull zu betreten. Skeletor und die Dämonen hatten Castle Grayskull mittlerweile erreicht. Düster und verschlossen lag die Burg vor ihnen. Doch Skeletor hielt das magische Schwert in den Händen, das er He-Man abgenommen hatte. Das Schwert war der Schlüssel für das Tor der Burg. Hordak, siehst du es? Das ist Castle Grayskull, die Burg der Macht. Wer Castle Grayskull beherrscht, der hat die Macht über Eternia. Und was ist mit dem Geist von Castle Grayskull? Glaubst du, dass er sich dir unterwirft? Er muss. Oh, Dark. Er muss. Ich bin sicher, dass er sich meinen Befehlen beugen wird. Oder zweifelt jemand von euch daran? Nein, Stefan. Nein, natürlich du nicht. Du bist der Herr von Eternia. Der Geist wird sich dir beugen. Du hast es gehört, Hordak. Sie glauben alle an mich. Sie wissen, dass ich der Sieger bin. Dieses Schwert macht mich zum Herrn über Eternia. Und mit diesem Schwert werde ich jetzt das Tor von Castle Grayskull öffnen. Nur zu, Skeletor! Du wirst es sehen, Hordak. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberacht. Das Tor öffnet sich nicht. Öffne dich, Castle Grayskull. Ich befehle es dir. Öffne dich. Der Geist gehorcht dir nicht, Skeletor. Da muss. Ich befehle es ihm. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zaubermacht. Öffne dich, Castle Grayskull. Öffne dich. Das Tor gehorcht nicht. Du hast irgendetwas falsch gemacht.
Vielleicht stimmt der Zauberspruch nicht. Er ist richtig. Ich bin ganz sicher. Er lautet, ich habe die Zaubermacht. Aber warum öffnet sich das Tor nicht? Ich weiß es nicht, Hordak. Dort oben fliegt Soa, der Adler der Giganten. Ob er etwas damit zu tun hat? Auch das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir versuchen, das Tor von innen zu öffnen. Von innen? Hordak, bist du verrückt? Was wir von außen nicht können, das können wir erst recht nicht von innen. Wer sagt denn das? Vielleicht kann uns Kobra Khan helfen. Der Schlangenfürst? Wie denn? Kobra Khan, komm mal her. Was kann ich für dich tun, Hordak? Wir möchten, dass du eine Schlange über die Mauern von Castle Grayskull schickst. Sie soll das Tor von innen öffnen. Das müsste eine Boa sein. Nur sie wäre groß und kräftig genug für eine solche Aufgabe. Worauf wartest du, Kobra Khan? Her mit der Boa! Sie soll deine Rache vollenden. Nun gut, Hordak, es sei. Boa, ich rufe dich! Komm hervor aus dem Erdreich! Eine Riesenschlange! Vertreibt sie, Männer! Nieder mit ihnen! Alte Skelettbrücke frei! Sie werden unbewaffnet! Pass auf! Wunder! Kobra Khan, jetzt schaffen wir es! Der Adler stürzt sich herab, aber er wagt nicht, die Boa anzugreifen, siehst du? Sie braucht nur den Kopf zu heben, um den Adler zu verscheuchen! Gleich wird sich das Tor öffnen, Skeletor. Dann brauchst du nur noch zuzugreifen! Und Eternia gehört dir! He-Man, Teela, Man-at-Arms, Battlecat und Orko hatten den Flip-Track erreicht. Niemand war ihnen gefolgt. Der verräterische Mantenna hatte offenbar nicht bemerkt, dass die Gefangenen entkommen waren. Beeilt euch! Steigt ein! Wir müssen Castle Grayskull so schnell wie möglich erreichen. Aber du hast dein Schwert nicht mehr, He-Man. Das hole ich mir zurück, Teela. Und wenn ich mit der bloßen Faust kämpfen müsste... Ich helfe dir, He-Man. Ich zaubere dir ein neues Schwert. Pass auf! O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Ein Schwert mit eiserner Klinge. He-Man in die Faust, gleich springe. Aber Orko, das Schwert ist ja aus Holz. Soll He-Man mit einem Holzschwert gegen Skeletor kämpfen? Oh, aus Holz? Wie seltsam. Aber ein großer Zauberer muss auch mal einen Scherz machen, nicht? Schon gut, Kleiner. Aber jetzt wird es ernst. Beame dich sofort zum Königspalast. Rufe unsere Freunde zusammen. Sie sollen alle nach Castle Grayskull kommen. Oh ja, das mache ich, He-Man. Ich bin schon unterwegs. Ich schlage Alarm und alle kommen nach Castle Grayskull. Wir werden Skeletor vertreiben. Dann los, Orko. Ich flitze schon. Gut so. Und wir starten auch. Kurze Zeit später näherte sich der Flip-Track Castle Grayskull. Schon von Weitem sahen He-Man, Man-at-Arms, Teela und Battlecat, dass die Burg von Skeletor und seiner Horde belagert wurde. Doch sie ließen sich nicht abschrecken, denn von der Stadt her stürmten bereits die anderen Verteidiger von Eternia heran. Greift Skeletor an! Wir lassen den Flip-Track hier stehen. Teela! Am besten bleibst du hier und passt auf das Fahrzeug auf, damit wir es nicht verlieren. Es könnte sein, dass wir damit fliehen müssen. Ich kämpfe an eurer Seite, Man-at-Arms. Komm! Seid ihnen mit seinen Freunden. Kämpft sie nieder. Ihr müsst mit dem Wurf und dem Geist und Kobra Khan! Warum öffnet die Schlange das Tor nicht? Warum nicht? Kobra Khan, was ist los? Sie wird es tun, ich habe es ihr befohlen. Skeletor, pass auf, He-Man! Ihr kommt hierher! Bei allen Geistern!
Er kämpft mit bloßen Fäusten. Er schlägt alle zu Boden, die ihm in die Quere kommen. Ja, Kobra Khan hat recht. Nimm das magische Schwert, Skeletor. Kämpfe gegen ihn, oder du wirst nie Herr von Eternia. Kämpfe du gegen ihn, Hordak. Ich befehle es. Nein, Skeletor. Wenn du wirklich mein Meisterschüler bist, dann wirst du dich ihm stellen. Skeletor, was ist mit dir? Fürchtest du einen unbewaffneten Mann? Ich fürchte dich nicht, Simon. Dein eigenes Schwert wird dich besiegen. Niemals. Skeletor! Das Tor öffnet sich! Es öffnet sich! Zu spät. Simon hat mir das Schwert weggenommen. Dann ist alles verloren. Flieht, Leute, flieht! Skeletor hat den Kampf verloren. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Zurück! Lauf! Flieh! Demon ist unbesiegbar! Gut, dass du das einsiehst, Skeletor. Demon, sie laufen wie die Hasen. Skeletor und seine Dämonen flüchten. Du allein hast sie geschlagen. Nein, Freunde. Ohne euch hätten wir es nie geschafft. Nicht so bescheiden, He-Man. Wer außer dir hätte denn schon gewagt, sich Skeletor mit bloßer Faust entgegenzustellen? Niemand. He-Man, du bist der Sieger! Eine Schlange! Eine Riesenschlange! He-Man, pass auf! Eine Riesenschlange kommt aus dem Burgtor. Geht zur Seite, Leute! Wenn sie kämpfen will, brauche ich Platz. Nein, He-Man, gegen eine solche Bestie kannst du nicht kämpfen. Sie ist viel zu groß und zu stark für dich. Das magische Schwert wird mir helfen. Sie kommt! Was für unheimliche Augen sie hat! Grässlich! Komm her, Schlange, wenn du kämpfen willst. Hier ist mein Schwert. Aber vielleicht will sie gar nicht kämpfen. Ich werde sie mit einem Zauberspruch vertreiben. Bei allen Geistern Eternias nicht, Orko, bitte nicht! Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Boa, mir ist gar nicht bange. Verschwinde, du alte Schlange! Juhu! Ich bin der größte Zauberer! Die Schlange verschwindet. Das habe ich getan. Ich allein. Ich bin der Sieger der größten Schlacht von Eternia. Oh, was bin ich doch für ein Held. Ja, Orko hat sie vertrieben. Orko hat die Schlacht ganz allein gewonnen. Himmel, ganz bestimmt wäre die Schlange auch ohne Orkos Zauberspruch geflüchtet. Aber das sagen wir ihm lieber nicht. Sonst zaubert er noch einmal.